Pflanzen haben viele Eigenschaften. Sie blühen wunderschön, sie haben zarte Strukturen, man kann sie streicheln oder sie duften und verbreiten Würze. Das alles gibt es heute bei uns. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Programm. Wir besuchen einen wundervollen Naturgarten in Luxemburg. Karl zeigt uns, welche Pflanzen energiesparend sind. Uschi zaubert aus Lorbeer ein kosmetisches Produkt. Und auf der Gartentullen geht's ab in den Streichelgarten. Unsere erste Station ist der Besuch eines Gartens mit einem Blick über die Grenzen. Und zwar in das Herz Europas, nach Luxemburg. Ein reiches Land, aber nicht nur was das Finanzielle betrifft, sondern auch was Gärten betrifft. Unser Ziel, eine Oase voller Natur und voller Liebe. Für das Gartenabenteuer geht die Reise in Richtung Norden von Luxemburg. Am Rande des idyllischen Orts Eschdorf, inmitten der malerischen Landschaft, liegt ein 2 Hektar großes Naturparadies. Umgeben von Blumenwiesen, wie aus dem Bilderbuch, ist aus landwirtschaftlich genutzten Weiden und Ackerflächen im Laufe der Jahrzehnte ein ideenreicher, verspielter Garten geworden. Geschaffen haben ihn Edmé und Marco Schank. Mit ganz viel Liebe. Ein bisschen habe ich das Gefühl, als ob ich in England wäre in diesem Garten. Ist das so? Das hast du gut geraten, ja. Woher kommt es? Wir waren mal in England in Hidcote. In Hidcote gab es auch diesen Long Walk und das haben wir uns abgeguckt. Und viele Hecken gibt es dort? Ja, unheimlich viele. Ihr habt aber auch viele Hecken. Wer schneidet die? Ich nicht. Also wir beide machen eigentlich alles allein. Nur die Hecken schneiden, das lassen wir jemanden anders machen, weil 4-5 Meter hoch steigen wir nicht mehr in unserem Alter. Der Garten ist in viele Gartenräume unterteilt, schafft immer wieder neue Blickpunkte und bietet so kleine und kleinste Naturoasen. Nicht nur für die Tiere gibt es viele Rückzugsmöglichkeiten. Und es gibt so manche Überraschung. Der Garten ist auch die grüne Vorratskammer der Besitzer. In einem romantischen Bauerngarten wächst zum Beispiel das Gemüse. Das Gartenglück gemeinsam genießen, was gibt es Schöneres? Wir werden noch mehr von diesem Garten sehen. Die Ursprünge sind übrigens in England, denn dort sind die Gartenräume fast in jedem Garten zu finden. So, hier haben wir eine Auswahl an Pflanzen und die haben eines gemeinsam, es sind Energiesparpflanzen. Die brauchen ganz wenig Wärme, dann blühen sie. Die Kälte, das brauchen sie. Zum Beispiel, erste Pflanze und eine meiner Lieblingspflanzen, die Kamelie. Das hier ist Camellia japonica, die japanische Kamelie. Gibt es übrigens eine nette Geschichte. Die Engländer lieben den Tee und wollten unbedingt auf allen ihren Kolonien Tee anbauen. Das ist Camellia sinensis, die chinesische Kamelie. Bekommen haben sie aber die japanische und sind dann von den Blüten begeistert gewesen. Noch blühen sie nicht, das sieht man hier zum Beispiel. Und die beginnen dann im Jänner, Februar, März zu blühen über viele, viele Wochen. So, jetzt schauen wir uns einmal die Knospen an. Da sind Knospen. Und wenn man Kamelien jetzt kauft, dann sollte man immer auf die Knospen achten. Das sind Blütenknospen. Und da heroben zum Beispiel ist eine Blattknospe. Also da bilden sich Blätter. Beim chinesischen Tee, bei der Teepflanze, werden daraus übrigens die zarten grünen Blätter, die für den Tee verwendet werden. Übrigens bei der Kamelie gibt es einige hundert verschiedene Sorten. So, dann allbekannt die Azalee, nämlich die Zimmerazalee, ebenfalls eine Pflanze, die mit ganz kühlen Verhältnissen am besten leben kann. In einem Wintergarten, der unbeheizt ist, so zwischen 8 und 10 Grad.
hervorragend. Da gedeiht sie und blüht sie über viele Wochen. Und wenn man dann reinschaut, da zum Beispiel in dieser Pflanze hier, da sieht man die Knospen, da kommen immer neue Blüten. Auch eine Pflanze über viele, viele Wochen voller Blüten. Eine Energiesparpflanze. Und damit kommen wir zu einer gemeinsamen Vorliebe dieser Pflanzen. Sie mögen Regenwasser. Am besten den Wurzelballen feucht halten, aber nicht zu nass. Und bei dieser Pflanze hier, auch eine Lieblingspflanze von mir, der Zyklame, das Alpenfältchen, niemals von oben gießen, sondern immer, wenn es geht, in den Untersetz hineingießen, damit es zu keiner Fäulnis kommt. Noch ein Trick, wenn man Zyklamen kauft, immer schauen, ob aus dem Herz heraus neue Blüten kommen, dann blüht sie auch viele Wochen. Auch hier, je kühler, umso besser. Ein kühles Stiegenhaus, ein Wintergarten, da fühlt sie sich wohl. Nicht vergessen, organisch düngen, das mögen die Pflanzen und dann wachsen sie und gedeihen sie. Wir schauen jetzt wieder zur Uschi und zwar zu einer Pflanze, die eine besondere Würzkraft hat, nämlich der Lorbeer, der Gewürzlorbeer. Was ist Ihnen lieber? Sich auf den Lorbeeren ausruhen oder sich Vorschusslorbeeren holen? Also die zum Ausruhen, die kommen von den alten Römern und Griechen. Und die Vorschusslorbeeren, die hat Heinrich Heine geprägt. Wenn ich Lorbeer höre, dann denke ich zuerst an den Duft und dann an den Geschmack und dann gleich, was ich alles draus machen kann, vor allem für meine Hausapotheke. Ich habe hier zwei Lorbeerbäumchen, die bewachen normalerweise meinen Eingang. Und weil ich sie immer gut schneiden kann, die sind sehr schnittfest, kann ich sie in Form halten. Und sie liefern mir dann auch immer wieder genügend Zutaten für alles, was halt so anfällt. Salben rühren, Räucher, Mischungen. Jetzt über den Winter kommen sie ins helle, kühle Gartenhaus. In klimatisch milderen Ländern, Spanien zum Beispiel, oder auch in ihrer Heimat in Asien, da sind sie natürlich winterfest und frostfest. Da bilden sie sogar flächendeckend Wälder. Das muss man sich mal vorstellen, mit Bäumen über 10 Meter hoch. Die Blätter vom Kirschlorbeer, die glänzen, stecken allerdings voller Blausäure, sind also giftig und schlecht kompostierbar. Ich habe ja Lorbeerblätter, das gebe ich gerne zu, lange Zeit nur von der Gemüsesuppe gekannt und vom Sauerkraut und vom Kranz des Cäsar. Aber wenn man sich die Pflanze genauer anschaut, da tut sich ein komplettes Lorbeerversum auf, was man alles damit machen kann. Also ich verwende es vor allem in der Hausapotheke für ziemlich viele Heilmittel. Zum Inhalieren zum Beispiel, als Tee getrunken, bei Blähungen, Koliken, Verdauungsprobleme. Die Lorbeerblätter sind einfach ganz stark antibakteriell und auch pilzhemmend. Und apropos Salbe, ich habe hier eine noch ein bisschen flüssige, aber die zeige ich Ihnen gerne. Man sieht schon, das ist fast pastenartig, wenn ich da noch ein bisschen Bienenwachs dazu rühre. Die ist sehr bekannt und sehr heilsam für die Behandlung und Pflege von Pferdehufen. Mhm. Lorbeerblätter in der österreichischen Küche kennen Sie wahrscheinlich. Da brauchen Sie von mir keine Tipps. Aber vielleicht wollen Sie mal probieren, in einer Schale heißer Milch mit Honig oder in Ihrem Kaffee 1-2 gequetschte Lorbeerblätter ziehen zu lassen, so 1-2 Minuten. Fantastisches Aroma. Man nennt das Beduinenkaffee. Was ich noch mache, ich gebe Lorbeerblätter in die Speisekammer, also ich verteile sie dort, weil die halten mir ziemlich gut die Insekten fern. Apropos kalte Tage, es dauert nicht mehr lang bis Weihnachten. Und dieses Mal habe ich mir vorgenommen, ich fange rechtzeitig mit meinen Geschenken an. Heuer verschenke ich feste Haarshampoo-Seifen. Ein tolles Rezept, vielleicht gefällt es Ihnen auch. Sie brauchen im Vorfeld auf jeden Fall ein fertiges Lorbeeröl. Das ist schon vorbereitet. Zerkleinerte Lorbeerblätter, so eine gute Handvoll. Und die habe ich mit Mandelöl übergossen. Und es sollte 2 Wochen an der hellen Fensterbank ziehen. So. Mhm, riecht fantastisch. Und da sehe ich jetzt ungefähr 50 Milliliter ab, nämlich in diese Schüssel. So.
Und als nächstes brauchen Sie zwei feste Zutaten. 10 Löffel Maisstärke. Und 10 Löffel von diesem Tensid. Das ist ein pflanzliches Tensid aus der Apotheke. Bitte Vorsicht beim Einfüllen oder auch schon beim Aufmachen. Sie sehen, das staubt, das ist ganz fein, pulverig. Nicht einatmen, sonst müssen Sie husten. So, jetzt waren wir bei 6, 7. So, also ich beuge mich da jetzt auch nicht drüber. Extra kommen noch circa 10 Tropfen von einem 100% rein ätherischen Öl hinein, Lorbeeröl natürlich. Wer mag, kann gerne auch zusätzlich noch ein Zitronenöl, Limettenöl, passt ganz gut. Aber das soll ja auch eine Wirkung haben. Und wer mag, kann auch jetzt schon ein bisschen Goldstaub hineinmischen. Sieht man dann allerdings zum Schluss besser, wenn man die Seifen in Gold taucht. So, das sind die Zutaten. Die werden jetzt einmal verrührt mit dem Löffel. Soll eine eher trockenere Masse sein. Und dann kann man es nochmal mit den Fingern ein bisschen durchkneten. Sollte es zu feucht sein, aufgrund des Öls einfach noch Maisstärke dazugeben. Und jetzt habe ich hier schon vorbereitet Silikonformen und das wird dann hier hineingedrückt. So, den Rest können Sie sich gut vorstellen. Wichtig, mindestens einen Tag aushärten lassen, nämlich bei Raumtemperatur. Hier sehen Sie schon die fertigen Seifen. Apropos, das hier ist eine altbewährte und gut bekannte Seife, nämlich die Aleppo-Seife, die aus Olivenöl und Lorbeer hergestellt wird. Meine Seifen, die sind gut für den Haarboden, können sogar ein bisschen Haarausfall entgegenwirken und wirken sehr gut gegen Schuppen und sie duften auch gut. Also ich glaube, das ist wirklich ein wunderbares Wohlfühlgeschenk. Von den würzigen Blättern des Gewürzlorbeer jetzt zu einer Pflanze, die mit ihren kupferfarbigen Blättern erstrahlt. Die Felsenbirne, ganz genau Kupferfelsenbirne, Amelanchier lamarckii, meine Pflanze der Woche. So, was kann diese Pflanze? Sie ist aber ideal für kleine Gärten. Man sieht hier, diese Hecke ist schon viele Jahre alt, aber noch nicht sehr groß. Ist ein wunderbarer Schattenspender. Bei einem Tisch zum Beispiel im Sommer, lichter Schatten. Und jetzt kommt's. Im Frühling schneeweiße, wunderbare Blüten. Später kleine, köstliche Früchte. Klammer auf, wenn man schneller ist wie die Amseln. Klammer geschlossen. Und im Herbst die wunderbare Färbung des Laubes. Eine ideale Pflanze für den Garten. Wir schauen jetzt zu einem Garten, der ein ganz besonderer ist hier auf der Gartentulln, nämlich der Streichelgarten. Aber Achtung, es geht nicht um Tiere. Dieser Garten ist aufgebaut in verschiedene Beete, die vor allem darauf abzielen, Pflanzen zu präsentieren, die bestimmte Oberflächenstrukturen haben, um eben auch alle Sinne anzusprechen. Es wird auch mit Gerüchen ein bisschen gespielt, also es gibt Kräuter in dem Garten und auch fürs Optische ist etwas vorhanden. Es gibt wunderschöne Dahlien, die üppigst blühen und auch Staudenbeete. Diese Wege, die hier sich sehr eng und geschwungen durch die Anlage ziehen, sind ganz bewusst so gestaltet, damit man eingeladen wird, an den Pflanzen zu streifen und wirklich hautnah zu spüren, welche verschiedenen Texturen es gibt, ob etwas flauschig oder kratzig ist. Hier finden wir auch jede Menge vom Heiligenkraut. Das Heiligenkraut fühlt sich irrsinnig angenehm an, hat klitzekleine Blätter. Und wenn man das so berührt, dann hat man gleich so ein bisschen einen klebrigen
Film auf der Haut. Das kommt von den ätherischen Ölen, die diese Pflanze überträgt. Der Wollzist fühlt sich sehr flauschig an, hat sehr lang behaarte Blätter und das erinnert so richtig an ein Ohr von einem Teddybär oder einem Ohr von einem Lamm oder so irgendetwas. Also es fühlt sich echt total lustig an. Vor allem für Kinder, wenn zum Beispiel Führungen hier sind, die lieben das, das zu berühren und wollen das dann gar nicht mehr loslassen. Das ist ein Lampenputzergras. Der Name ist wahrscheinlich der Form der Blüte geschuldet. Und es fühlt sich eben etwas rauer an und ganz anders als zum Beispiel der Wollzist. Vor allem, wenn der Wind geht, ist das total schön, wenn eben die Windböen da so reinfahren und sich die Halme so im Wind biegen. Das Besondere an diesem Garten ist vor allem, dass sehr viel mit Stauden gearbeitet wird. Also es gibt nicht wirklich Gehölze oder andere Elemente. Es sind vor allem eben Beete, die auf dieses Ertasten abzielen. Der Rosmarin ist aus gutem Grund auch hier im Streichelgarten, weil auch er bei Berühren die ätherischen Öle freigibt. Der Duft, da kriegt man gleich einen Hunger. Wir backen hier einen Rosmarin ein, um ihn vor dem Winter zu schützen. Wenn zum Beispiel besonders strenge Winter sind, dann kann das schon passieren, dass der Rosmarin stark zurückfriert und wenn man die Basis etwas abdeckt, dann hat er dort wieder Chance, neu auszutreiben. Wichtig ist, dass man dann im Frühling diese dicke Laubschicht auch wieder entfernt, weil der Rosmarin mag es doch immer sehr gut durchlüftet und so können sich dann keine Krankheiten und Schädlinge sammeln. Fast. Die Pflegeintensität in dem Garten ist, würde ich sagen, mittelmäßig hoch. Natürlich sind die Dahlien doch etwas aufwendiger, auch mit dieser Prozedur mit eben im Winter rausnehmen, überwintern und im Frühjahr wieder einsetzen und aufbinden. Die imposante Erscheinung von Dahlien, die mag natürlich auch gepflegt werden. Sie haben ja eine Blütenvielfalt von kleinen golfballgroßen Blüten bis zu wirklich tellergroßen Blüten, die einfach jeden hier beeindrucken. Dann ist bei mir Falabella. Wir machen jetzt hier einen Pflanzplan für das Dahlienbeet, dass wir nächstes Jahr erstens mal wissen, wo die Sorten waren. Und wir kontrollieren auch gleichzeitig, ob wir genug von der einen Sorte haben oder ob wir vielleicht für nächstes Jahr einen Ersatz brauchen in der ähnlichen Blühfarbe, weil wir haben die Sorten hier nach Farben sortiert. Wir schneiden die Pflanze an sich bis zur Knolle hinunter ab, damit es hier nicht zu Fäulnis kommt. Putzen die Knollen schön ab und dann geht's schon ab in die Überwinterungsstätte. Der Streichelgarten auf der Gartentulln. Das hier ist keine Streichelpflanze. Vielleicht ein bisschen streichelt's die Seele, denn wenn der Weihnachtsstern auftaucht, dann ist es nicht mehr lange bis Weihnachten. Und da gab es kürzlich eine interessante Frage am Gartentelefon. Sie können übrigens dort anrufen von Montag bis Freitag. Warum weiß der Weihnachtsstern, dass er genau zu Weihnachten blühen muss? Ganz einfach, das ist eine sogenannte Kurztagspflanze. Ist die Nacht länger als der Tag, beginnt er zu blühen. Also länger als 12 Stunden Dunkelheit, dann beginnt der Weihnachtsstern zu blühen. Das kann man übrigens auch künstlich erreichen. Wenn man einen Weihnachtsstern vom vergangenen Jahr hat, der den Sommer über gut gewachsen ist, dann muss man ab Dezember einen Karton immer ab 18 Uhr über die Pflanze stellen und am nächsten Tag in der Früh den Karton wieder weggeben. Es muss absolut finster sein, es darf kein Kunstlicht geben. Dann beginnt diese Pflanze, die ursprünglich aus Mittelamerika kommt, wieder zu blühen. Von Mittelamerika zurück nach Europa und zwar nach Luxemburg. Zu dem Garten, von dem wir schon ein paar Bilder gesehen haben. Ursprung für diesen Garten war ja England. Geplant wurde der Garten in allen Details von den Besitzern. Das Vorbild waren englische Gärten. Das spürt man, egal wohin man blickt. Ein Garten in dieser Größe, und ihr macht das ganz alleine, das ist schon wirklich überzeugend, dass hier ein Enthusiasmus war.
Wir nennen es auch einen Naturgarten, damit es nicht zu exakt sein muss. Okay. Aber es ist aber auch wirklich ein Naturgarten. Ihr pflegt alles ökologisch. Genau, es ist eine gemeinsame Leidenschaft erstmal, sonst würden wir das nicht hinkriegen. Und seit 40 Jahren sind wir dabei, alles ohne Pestizide, ohne mineralische Dinger. Und wie gesagt, die biologische Vielfalt ist uns wichtig. Und die Größe des Gartens ist beachtlich. Ich kann mir vorstellen, dass sich da manche verirren. Ja, und deshalb, wenn Besucherinnen und Besucher kommen, bekommen die einen Plan in die Hand gedrückt, damit die alles finden, zurechtfinden. Ja, dann mache ich mir mal auf die Suche, wo es noch was Schönes gibt. Okay, sehr gut. Es dauert nicht lange, bis ich einen speziellen Platz gefunden habe. Ui, ein Senkgarten. Ja. Hast du den gebaut? Vor 10 Jahren ungefähr. Das war eine tolle Schufterei, hat aber Spaß gemacht. Und das ist der wärmste Ort im ganzen Garten. Aber generell, euer Garten ist so naturgemäß. Warum ist das so wichtig, dieses naturgemäße Gärtnern? Also für mich ist es wichtig, dass meine Enkelinnen die Liebe zur Natur erfahren. Und das können sie hier mit den Insekten, mit den Pflanzen. Zum Grillen waren wir schon hier, Stockbrot grillen. Und du bist ja eigentlich schon immer ein Naturmensch gewesen. Ja, ich bin in der Umweltbewegung groß geworden und wir haben nur den einen Planeten und überall, wo man hinkommt, ich bin viel auf der Welt rumgekommen, ist das wichtig, dass man diese Message rüberbringt, dass wir einfach Acht geben müssen, weniger Gift in die Natur und dafür sorgen, dass wir energieeffizient und achtsam leben. Dieser Garten ist ein großes Abenteuer, aber auch ein begehbares Lehrbuch für naturgemäßes Gärtnern. Von einem Gartenzimmer zum nächsten. So ein idyllisches Plätzchen. Es gibt wirklich eine große Vielfalt bei euch im Garten. Ja, die biologische Vielfalt ist der Schlüssel zum natürlichen Gärtner. Und ab und zu habt ihr auch Platz und Zeit, euch hierher zu setzen. Nach getaner Gartenarbeit ruhen wir uns da aus. Das ist wirklich schön. So, dann gebe ich euch den Plan für euren kleinen grünen Planeten. Merci. Danke. Jeder Garten erzählt seine eigene Geschichte. Dieser hier symbolisiert für mich Naturverbundenheit und ein glückliches Familienleben. Gartenreisen sind einfach was Wunderbares. Ein Buch, das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Hinter den Gärten die Welt. Eine Biografie einer Frau, die zu einer Zeit gelebt hat, wo Frauen noch nicht einmal studieren durften. Aber sie war unterwegs auf der Suche nach den schönsten Gärten. Marie-Louise Gothein. Und in dem Buch wird geschildert, wie sie die Gärten entdeckt hat. In Deutschland, Italien, Frankreich, Asien. Und ihr Standardwerk über die schönsten Gärten der Welt ist heute noch ein vielgelesenes Buch. Und das ist die Beschreibung ihres Lebens. Ein Buch ideal für die langen Winterabende. Alle Informationen zur Sendung gibt es wie immer im Internet unter naturimgarten.at. Sie wissen, dort können Sie gewinnen, Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentulln im kommenden Jahr. Die Gewinnfrage, ganz einfach, welche Blätter verwenden wir zum Würzen von Sauerkraut oder um einen ganz speziellen Kaffee zu kreieren? Informationen zur Sendung gibt es natürlich auch in der monatlich erscheinenden ORF-Nachlese. Ja, das war's schon wieder für heute. Einmal gibt es uns noch in diesem Gartenjahr. Bis dahin, viel Spaß beim Garten. Gärten-Assoziationsmusik sagen. Nett. Ist gar nicht so einfach. Director Lisa Wolf. Szene 389, das ist gar keine Szene. Sendung 389, Take 4. Achtung! Au! Okay, das ist der letzte Satz. Wir kennen uns auch den Sporn. Aber es ist wirklich schwierig, ich glaub's gar nicht.